Sie sind hier, 24. Januar 2019, 14.24 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Dayo Upamecano, vorne, beim Rückrundenauftakt gegen Dortmund, Urheberrecht Getty Images. Dayo Upamecano verletzt sich im Training von RB Leipzig. Der Innenverteidiger wird dem Bundesligisten damit für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger Dayo Upamecano verzichten. Der französische U21-Nationalspieler hat sich am Mittwoch im Training eine schwere Knorpelquetschung zugezogen. Das teilte der Club einen Tag später mit. Im Auswärtsspiel am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf hätte Upamecano ohnehin nicht gespielt, da der U17-Europameister von 2015 im letzten Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund 0:1 die 5. gelbe Karte gesehen hatte. In der laufenden Saison brachte es der Defensivspieler auf 14 Einsätze in der Bundesliga. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, RB Leipzig, Sonntag ab 18 Uhr im Live-Ticker von Sportinformationsdienst.